Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Deutschen Filmmuseums zu dem heutigen Abend, dem Filmgespräch mit Zeitzeugen, begrüßen. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Referat für internationale Angelegenheiten. Ich möchte hier den Leiter des Referats, Herrn Hechler, herzlich begrüßen. Mit dem Referat verbindet uns eine langjährige Kooperation. Wir haben schon immer wieder verschiedene Reihen gemeinsam hier organisiert, zum Beispiel vor einigen Jahren diese Reihe Neues aus Europa. Damit kann ich mich noch sehr gut erinnern. Wir haben heute Abend aber auch noch einen neuen Kooperationspartner. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir das Konfuzius-Institut an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt hier heute Abend zum ersten Mal als Kooperationspartner begrüßen dürfen. Und ich freue mich, Frau Christine Werum-Wang zu begrüßen. Und das ist vor allen Dingen von daher auch sehr schön, weil sie vor vielen, vielen Jahren hier auch schon mal bei uns im Filmmuseum gearbeitet hat. Wir uns seitdem kennen und lange Zeit aus den Augen verloren haben und jetzt halt wieder getroffen haben. Ja, ganz herzlich willkommen. Und wir haben natürlich den Ehrengast heute Abend, aber den wird jetzt Herr Hechler vorstellen. Und genau, ich möchte Sie bitten, hier ans Pult putten und ganz kurz, also es gibt jetzt noch eine kurze Begrüßung von Herrn Hechler, dann sehen wir den Film und im Anschluss gibt es das Filmgespräch. Herzlich willkommen. Ja, sehr herzlichen Dank, liebe Frau Gikas und dem Deutschen Filminstitut, Deutsches Filmmuseum, für die perfekte Kooperation und für die Möglichkeit, dass wir diesen Abend heute Abend bei Ihnen hier durchführen und veranstalten können in Kooperation. Herzlichen Dank auch an das Konfuzius-Institut für die wunderbare Zusammenarbeit. Ich möchte nicht versäumen, auch noch sehr herzlich zu begrüßen Frau Dr. Renate Sterzel. Sie vertritt den Magistrat heute Abend hier. Frau Sterzel, herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, Ende Mai sendete der WDR eine Filmdoku mit dem Titel Meine Mutter, die manchurische Prinzessin. Und er hatte zum Inhalt eine höchst ungewöhnliche Kindheit und Jugend in China in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und ich möchte, um in den Film einzuführen, zitieren aus der Ankündigung des WDR. Theodor Heinrichson ist einer der ältesten noch lebenden China-Deutschen. Er ist 1930 als Sohn eines deutschen Missionars und einer manchurischen Prinzessin in der chinesischen Stadt Changsha zur Welt gekommen und in Shanghai aufgewachsen. Er lebt heute in Leverkusen. Seine ersten Sprachen waren Chinesisch und Englisch. Deutsch lernte Theodor Heinrichson erst mit 10 Jahren, als er in Shanghai in die deutsche Schule kam. In seinen chinesischen Jahren erlebte Theodor Heinrichson, wie die Weltpolitik sein persönliches Leben geprägt hat, und noch in Changsha wurde er Augenzeuge der japanischen Invasion in China. Später in Shanghai erlebte er, wie die Nazi-Ideologie des fernen Deutschland auch Teile der deutschen Gemeinschaft erreichte und Shanghai immer stärker in den Sog des Zweiten Weltkriegs geriet. Als Jugendlicher wechselte Teddy Heinrichson auf die amerikanische Schule in Shanghai. Als er dort 1949 sein Abitur machte, marschierten die kommunistischen Mao-Truppen als Sieger in die Stadt ein. Einige Zeit konnte Theodor Heinrichson dann noch in Shanghai bleiben und bei einer westlichen Handelsfirma arbeiten. Weil er aber keine chinesische Staatsangehörigkeit besaß, wurde er 1955 als sogenannter unerwünschter Ausländer ausgewiesen, ein Jahr nach seinem Vater. Seine Mutter durfte das Land nicht verlassen. Theodor Heinrichson hat sie bis zu ihrem Tod nicht mehr wiedergesehen. Vor kurzem ist Teddy Heinrichson noch einmal nach Shanghai gereist, um die Orte seiner Schulzeit und Jugend zu besuchen. Frank Sieren, bekannter und berühmter China-Experte und Filmemacher und auch Journalist, hat ihn dabei begleitet. Und er hat sich spannende Geschichten und Erinnerungen an eine exotische und bewegte Zeit erzählen lassen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie nun mit mir gemeinsam unter uns Herrn Theodor Heinrichson. Herzlich willkommen.
darf darauf hinweisen, dass wir jetzt zunächst uns gemeinsam diese Filmdokumentation anschauen und danach gemeinsam Herr Heinrichsson sich uns für unsere Fragen zur Verfügung stellt. Frau Verum Wang und ich werden zunächst einige einführende Fragen stellen und danach sind Sie alle eingeladen, sich auch herzlich an dem Dialog zu beteiligen. Viel gute Unterhaltung und einen sehr interessanten Abend wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, eine außerordentlich beeindruckende Dokumentation über eine bewegte Zeit, aber auch über ein bewegtes Leben, eine bewegte Jugend. Und wir sind außerordentlich geehrt und erfreut darüber, den Zeitzeugen heute Abend unter uns zu haben. Und Frau Verum Wang und ich selbst, wir werden uns erlauben, vielleicht noch einige anschließende Fragen zu stellen. Aber bevor wir das tun, möchte ich gerne nicht versäumen, auch noch die beiden Vertreterinnen des Generalkonsulats heute Abend unter uns zu begrüßen. Mir war das vorher entgangen. Und natürlich auch die Gattin von Herrn Heinrichsson, Frau Heinrichsson, auch sehr herzlich willkommen. Erstmal auch von meiner Seite aus schönen guten Abend an alle und herzlich willkommen an Herrn Heinrichsson. Das ist eine ganz tolle Gelegenheit, uns hier auszutauschen. Meine erste Frage wäre zum Beispiel, also wir wissen ja, dass in China, also seit den Opiumkriegen, zahlreiche oder den sogenannten ungleichen Verträgen von Nanjing eben auch sehr viele sogenannte ausländische Konzessionen in China existiert haben. Und westliche Kolonialmächte hatten China doch sehr stark, eben diese ungleichen Konditionen eben auch aufgezwungen. Gleichzeitig blühte aber Shanghai, ähnlich wie auch Hongkong, als internationale Metropole. Und da wäre die Frage, wie haben Sie das Verhältnis zwischen Chinesen und Ausländern in dieser Zeit in China empfunden? Also vielleicht in Changsha, vielleicht anders als in Shanghai, aber vielleicht können Sie dazu was sagen. Ja, ich glaube, als erstes muss ich sagen, ich bin wahrscheinlich kein typisches Mitglied der ausländischen Gemeinschaft gewesen, weil ich ja in Changsha geboren bin und erst später nach Shanghai gekommen bin, Chinesisch von meinen Dienstboten gelernt habe und mich eigentlich immer im Volk mitbewegt habe. Also für mich war es, ein Schock, von der kleinen Stadt in die große Stadt zu kommen, von meinen Eltern wegzukommen, aber kein Problem, mich in diesem Land zu bewegen. Der durchschnittliche Ausländer war privilegiert, hatte ein Einkommen, was unvergleichlich war und bis heute auch geblieben ist, mit dem durchschnittlichen chinesischen Arbeiter. Er wohnte eigentlich unter einer Glasglocke, wollen wir mal so sagen, und war ein Fremdkörper in diesem Land. Viele davon haben sich sehr bemüht, sich in der Gesellschaft zu bewegen, aber es war aus der Natur gegeben, aus den verschiedenen ökonomischen und sonstigen Verhältnissen sehr, sehr schwierig für einen Ausländer, ein Teil der chinesischen Gesellschaft zu werden, allein von der Sprache, die meisten Leute überhaupt nicht kannten. Und so war das ein gegenseitiges, tolerierendes Verhältnis, wo man sich nicht ins Gehege kam, aber ich würde sagen, man hat nebeneinander gelebt oder musste nebeneinander leben. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich damit sagen will. Das ist vielleicht heute noch nicht sehr viel anders, oder? Mit den ausländischen Communities in China. Ich denke, wenn ich also jetzt, meine Frau und ich waren ja zum 100-jährigen Jubiläum der amerikanischen Schule in Shanghai, die ist 1912 gegründet worden. Wir waren in 2012 da. Die Honneurs hat gemacht, ein ehemaliger Botschafter, Stapleton Roy, und wie gesagt, das war wunderschön, aber auch diese Kinder sind privilegiert, die sind nicht vom Volke. Man kann heute auch als Kind von Ausländern, man kann sich bemühen, wie man will.
Es ist wahnsinnig schwierig, glaube ich, für eine jetzige junge Generation, die in die Schule geht, aber auch für die Eltern, die haben ja auch ihre Arbeit. Das ist nicht einfach, ein Teil der chinesischen Gesellschaft zu werden. Ich stelle mir vor, dass es auch für einen chinesischen Geschäftsmann in Deutschland nicht ganz einfach sein würde, in die deutsche Gesellschaft wirklich integriert zu werden. Ich kritisiere das nicht. Ich glaube, das nur feststellen zu können. Danke schön. Ja, Herr Heinrichsson, wir haben ja im Film gesehen, Japan ist 1937 einmarschiert. 31. Lokojao Incident war der erste von den Japanern inszenierte Angriff auf China, wo sie Herrschaften in chinesischer Uniform benutzt haben, um einen Incident zu kreieren. Und dann ist der formale Krieg eigentlich in 1937 gewesen. Ja, meine Frage dazu wäre, wie wirkte sich die japanische Besatzung dann auf den Alltag in Shanghai aus? Ja, sehr stark natürlich. Die japanische Besatzung war sehr brutal, sehr ordentlich, wie die Japaner halt sind. Die Stadt wurde sauberer und wie gesagt, die Chinesen wurden unterdrückt und solange sie, ich sag mal ganz einfach, solange sie sich an die Gesetze der Japaner hielten, passierte nichts. Aber es war natürlich eine Fremdherrschaft. Ich wollte noch was anderes sagen. Die Konzessionen in Shanghai sind ja formal mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgehoben worden. Aber davor gab es die internationale Ecke von Shanghai. Die lief also vom Band, so in großen Streifen, in Richtung Westen. Und ein bisschen südlich davon war der französische Streifen, der lief auch vom Band in Richtung Süden und in Richtung Westen und parallel dazu. Und man kann heute auch noch die ehemalige französische Konzession daran erkennen, dass die Franzosen in allen ihren Straßen, also sowohl auf den Avenues als auch den Straßen, Platanen gepflanzt haben. Und ich muss sagen, ich bin ja 15 Jahre lang in Shanghai als Kind gewesen und mit dem Fahrrad gefahren. Und ich bildete mir ein, ich kenne Shanghai besser als Köln. Also wenn Sie 15 Jahre lang mit dem Fahrrad in einer Stadt rumfahren, dann kennen Sie die. Ja. Also wenn Sie mich heute in Shanghai hinsetzen und ich weiß nicht, da erkenne nicht ein altes Gebäude, habe ich keine Ahnung, wo ich bin. Aber wenn ich die Platanen sehe, weiß ich, aha, ich muss in der ehemaligen französischen Konzession sein. Also ich wünsche Ihnen, dass Sie auch mal nach Shanghai fahren und länger dort bleiben und sich das anschauen. Das ist eine fabelhafte Stadt. Es ist ganz anders als die Stadt, die ich kennengelernt habe. Aber sie ist in der Welt einmalig. Ja, also wenn Sie von den alten oder von den damaligen Vierteln in Shanghai sprechen, es gibt ja auch ein Stadtviertel in Shanghai, was ziemlich bekannt ist und ich denke, viele Anwesende wissen vielleicht auch, dass Shanghai in der Zeit des Zweiten Weltkriegs ein Zufluchtsort für Juden aus Deutschland war, also einer der wenigen Häfen oder Orte in aller Welt, die überhaupt für Juden offen waren und es haben sich also Tausende, ich glaube 20.000 oder mehr Juden dort angesiedelt in der Zeit. Sie haben auch über die, also im Film gesprochen, dass die deutsche Community damals in Shanghai wie ein Abbild oder ein Spiegel der deutschen Gesellschaft war. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, wie war das Verhältnis dieser beiden, sag ich jetzt mal, jüdischen Exilgemeinden zu den anderen Deutschen? Das ist eine wirklich interessante Frage, denn in der Tat gab es in Shanghai mehr als 2000 Deutsche und die waren genauso organisiert wie in Deutschland. Es war ein Spiegelbild, wie ich es gesagt habe. Ich denke, Sie wissen, dass China einer der wenigen Staaten waren, die Juden ohne Visum hineingelassen haben. Die Amerikaner nicht, die Engländer nicht und die Schweizer nicht. Ja? Aber die Chinesen haben die Juden reingelassen und deshalb sind so viele unter anderem nach Shanghai gekommen. Und der chinesische Staat ist also vor der japanischen Besetzung.
hat ihnen auch Wohnmöglichkeiten in der Ecke Hongkou gegeben. Und während der japanischen Besetzung sind die Juden ja auch toleriert worden. Ne? Auch die Japaner haben sie in Frieden gelassen. Ich glaube, das Dritte Reich hat die Japaner gebeten, die Juden auch zu irgendwie einzusperren oder nach Deutschland zu schicken oder weiß der Kuckuck was. Und das haben die Japaner nicht gemacht. Also die jüdische Community blieb in Shanghai. Interessant gewesen ist, dass die IG Farben, ja in China eine Vertretung hatte. Die hieß Deutsche Farbenhandelsgesellschaft Weibel und Co. Einer der Universitäten ist, glaube ich, jetzt auf der Sichuan-Lu in diesem Gebäude. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche es ist. Die Frankfurter Uni hier. Die Frankfurter, ja. Das ehemalige IG Farbengebäude, ne? Das ehemalige IG Farbengebäude. Auf jeden Fall, dort sind die Juden immer hingekommen und haben ihre Sachen verkauft. Es sind die Schneider gekommen, haben die Anzüge gemacht. Die Bäcker haben das wunderbare deutsche Brot gebacken. Das in China gebackene Brot war damals nicht so gut. Heute kriegen sie jedes Brot der Welt in China. Aber jedenfalls, die jüdischen Bäcker haben echtes deutsches Brot gemacht, haben die Wurst gemacht und haben Schuhe gefertigt und so weiter. Und da hat der Chef der DFAG, Deutsche Farbenhandelsgesellschaft, gesagt, das müssen Sie unterlassen, das geht nicht. Und da ist der Gestapo-Chef von Shanghai, ein Mann namens Franz Paul Huber. Der kam also ich habe das als Kind gesehen, weil ich war, was weiß ich, 12 oder 13 Jahre alt, vielleicht, in seiner Uniform an, die war grün. Und da hat er gesagt, solange ich hier Gestapo-Chef bin, kommen die Juden und verkaufen ihr Zeug. Ich werde auf meine Wurst nicht verzichten. Und damit war das Thema erledigt. Eine wirklich bittere Wahrheit ist, dieser Herr Franz Paul Huber ist von den Amerikanern später zu einigen Jahren Landsberg verklagt worden, obwohl die Juden für ihn gesprochen haben. Aber der Chef der DFAG ist überhaupt nicht in irgendwelche Schwierigkeiten gekommen. Das muss man sich auch mal überlegen, nicht? Also, wenn man das alles mitgemacht hat, dann sieht man Sachen, die so passieren, vielleicht in einem anderen Licht. Aber ja. Sie haben gehört, man konnte einem Jungen von 12 Jahren oder 13 Jahren ohne Frage den deutschen Pass abnehmen. Na? Und das hat mir viele, viele Jahre Probleme gemacht. Denn nachdem ich in China ausgereist bin, in 1955, bin ich mit einem Papier der UNRWA ausgereist. Und da drin stand Residual German Citizenship, was das heißen sollte. Mit diesem Stück Papier bin ich in Hongkong angekommen und zum deutschen Generalkonsulat gegangen. Und da habe ich gesagt, bitte geben Sie mir mal meinen Pass. Und da hat mir der Passbeamte in Hongkong gesagt, da kann ja jeder kommen. Ich mache keinen Witz. Und da hat mich die Fasson verloren. Ich habe den angebrüllt. Ich habe gesagt, Sie unrestrukturierter Nazi, Sie Verdammter. Nicht wahr? Bin laut geworden. Und da ist die Tür aufgegangen. Und da hat jemand den Kopf rausgesteckt und gesagt, wer schreit denn hier so? Da habe ich gesagt, ich. Und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, sind Sie der junge Heinrich Sohn? Da habe ich gesagt, ja. Und da sagt er, kennen Sie mich nicht? Ja, ich sage, nee, tut mir leid, nicht. Ich sage, ich bin der Generalkonsul Dittmann. Ich bin diesem Mann ewig dankbar. Wissen Sie, was passiert ist? Der hat seinen Menschen da etwas angeschnauzt und hat gesagt, dem jungen Mann stellen Sie sofort einen Pass aus, persönlich bekannt. Ohne diesen Mann hätte ich die deutsche Staatsangehörigkeit nicht. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass die ganzen deutschen Archive ja, in der DDR waren. Und dass bis zur Wiedervereinigung diese Papiere nicht frei verfügbar waren. Das heißt, ich bin aus China ausgereist und mein Vater ist ausgereist mit dem Hemd auf dem Buckel. Ich habe kein einziges Stück Papier, das beweisen konnte, dass ich überhaupt existiere, mit Ausnahme des von dem Herrn Generalkonsul Dittmann befohlenen deutschen Passes. Nicht? Auch das ist eine
kuriose Story, die nicht jedermann passiert. Ja, vielleicht nochmal. Aber Sie sollten ja auch Fragen stellen, nicht? Wenn Sie welche haben. Sollen wir noch weitermachen? Ja, wir können ja mal, erstmal das Mikro ins Publikum geben. Gibt es aus dem Publikum Fragen an Herrn Heinrichsson? Bitte ich mal um das Handzeichen. Vielleicht kommen noch ein paar im Laufe des Gesprächs. Hier gibt es schon eine Dame, bitte. Ich habe eine ganz banale Frage. als Sie ein junger Mann waren, welche Sprache hat Sie getröstet, wenn Sie gelesen haben? Wenn Sie lesen wollten und vielleicht mal aus der Realität zurückziehen wollten, welche Sprache war dann die, die Ihr Herz berührt hat? Das ist hat? Eine interessante Frage, denn meine erste Sprache war Chinesisch und meine zweite Englisch. Aber beide Sprachen habe ich mit dem Ohr gelernt. Das heißt, lesen konnte ich sowohl weder Chinesisch noch Englisch mit 12 Jahren. Das heißt, ich habe in der Kaiser-Wilhelm-Schule in Shanghai habe ich Deutsch gelernt, und zwar von einem Herrn Dr. Martin Krebs, dessen Frau eine Vierteljüdin war und den das deutsche Schulsystem dadurch geschützt hat, dass sie ihn nach Shanghai schickten. Also um Ihre Frage zu beantworten, meine ersten Bücher habe ich gelesen in Deutsch. Aber ich muss sagen, ich hatte niemals das Bedürfnis, mich zurückzuziehen. Und ich fühlte mich, vielleicht klingt das komisch, aber ich fühlte mich nicht unterdrückt. Also bin in diese Situation nicht gekommen, dass ich getröstet werden musste. Die Zeiten waren anders und die Kinder waren da, glaube ich, härter. Und jedenfalls, ich bin mit knapp 11 Jahren oder 12 Jahren aus Changsha nach Deutschland, nach Shanghai gekommen, zu einer Missionarsfamilie, die mein Vater bezahlte, damit sie mich also da beköstigten, und zur deutschen Schule. Und interessanterweise, diese Missionarsfamilie, ganz göttlich und ganz fabelhaft, hat ihren Kindern Brot, ja, und Kuchen gegeben und Butter. Und ich bekam das alte Brot und Margarine. Na? Das hat mich ein bisschen, das hat mich darauf gebracht, dass man zwar sagen kann, dass man gut ist, aber ob man gut ist oder nicht, ist nicht nur verbal. An Ihren Taten sollt ihr sie erkennen. In der Tat, ja. Noch weitere Fragen? Yes, but sorry, I have to ask in English, no, although I understand the German answers. So my question is, because of my research interest, I'm a junior professor in the Goethe University in Sinology, and I wondered, first of all, during the Japanese occupation time, we know that the foreigners in the foreign concessions will also be captured by the Japanese and sent to their sort of concentration camps, right, which is also depicted in Spielberg's Empire of the Sun. So I wonder, did anything happen to your classmates in the American school? Absolutely. Thank you very much for this question. Actually, if you permit me to say, Spielberg's book, the book is not by Spielberg. Spielberg's film, his film, is not really accurate. If you want to, The Empire of the Sun is an interesting book, and the book is quite different from the film. The film is just a film. Yes, many of my friends, my American school friends, were interned. The British were interned in Longhua camp, and the French in another camp, etc., etc. And the Japanese were not incorrect to them, but they were very tough on them. That means they didn't get very good food. But most of the at least the British children, because the community was rather big, they had their own school there, and they had their own doctors, their own teachers. So although the time was very, very tough on them, they didn't have much to eat, you know, they were not very well treated, but they were not brutally treated either. So they had a hard time. And there are several books written by these people. And if you would like to know somebody who has been in one of those camps, I would be glad to give you her name and her address.
Very interesting. And a second question. Yes, please. Do you know the person Wang Jingwei? Yes, of course I do. Of course, yes. So because of my research interest, I'm writing a book on Wang Jingwei's poetry. I wonder, because in the Japanese occupation period, Shanghai was nominally ruled by Wang Jingwei's government, yes. In particular, the mayor, Chen Gongbo. Yes. So I wonder what is a personal experience with Wang Jingwei's government? I personally have very little in experience that I remember, because I was not concerned with the Chinese administration. I was not in contact with the Chinese administration. I'm sorry, I would not be able to answer you anything factual that would help you. Ja, noch eine weitere Frage. Ich hatte eine Frage. Sie sind in dem Film so ganz erfrischend immer wieder an die verschiedenen Klaviere gegangen und spielten auch einen bestimmten Sound, der so ein bisschen an Ihre Zeit da erinnert. Was für eine Rolle hat Musik für Sie gespielt damals? Ja, das ist interessant. Ich habe mit 5 Jahren Klavierunterricht gehabt von einer amerikanischen Frau namens Mrs. Evans in Tianjin. Meine Eltern waren in Tianjin in der Zeit. Eine fürchterliche Frau. Wenn ich mich daran erinnere, würde ich sie gerne tot machen. weil die von den 4 von den 6 Monaten, die ich gelernt habe, durfte ich das Klavier nicht anfassen, sondern ich musste am geschlossenen Klavier sitzen und also irgendwie meine Handhaltung üben und wie man die Finger bewegt und so weiter. Das war ganz schrecklich, nicht? Und 2 Monate hat sie mir gesagt, nachdem du jetzt gemacht hast, musst du jetzt eine Zahl von Dingen spielen. Das heißt Czerny, Schule der Geläufigkeit, werde ich nie vergessen. Und das war so schrecklich, dass ich meinem Vater gesagt habe, du, ich will das nicht mehr machen, das ist ganz schlimm. Und ich musste 3 Stunden üben. 3 Stunden mit 5, stellen Sie sich vor, ein Kind von 5 Jahren oder 6 Jahren soll 3 Stunden Klavier üben, nachdem es 4 Monate hier auf dem Deckel herumgehämmert hat. Nicht? Also ich war so völlig fertig und mein Vater, also sturer Ostpreuße, nicht, hat gesagt, also wenn du nicht übst, dann hören wir mit den Stunden auf. Und dann habe ich gesagt, ja, hören wir auf. Er konnte nicht zurück, sonst hätte er natürlich Gesicht verloren. Und das waren also meine, gut, also das nur zu Klavier. Klavier war für mich immer ein Türöffner. Ich bin bestimmt irgendwie musikalisch, sonst würde das nicht klappen. Ich habe seit 1955 ja kein Klavier, nicht? Aber das, was ich kann ein Lied aus meiner Zeit hören, ich kann es spielen, ich kann es nicht erklären. Ja? Und eines der Lieblingsstücke in der Schule war das Stück Mamselle. Und das ist das Stück, was Sie da meistens hören. Und zwar schrecklich gehämmert, furchtbar. Ich schäme mich, wenn ich mich selber am Klavier höre. Aber wie gesagt, das ist das, was übrig geblieben ist nach so vielen Jahren. Und wenn ich mich heute ärgere, dann tue ich meine, wie heißt es, Ohrhörer an und höre Musik. Ja. Wunderbare Geschichte. Bitte schön. Ja, Herr Heinrich Sohn, Sie hatten gesagt, Sie sind in 2 Welten aufgewachsen, in der deutschen und der chinesischen. Ja. Da würde mich besonders interessieren, welche Facetten in Ihrem Leben sind jetzt stärker chinesisch geprägt? Welche deutsch, fühlen sich eher deutsch-chinesisch? Sind Sie emotionaler bei bestimmten Dingen, die China betreffen? Oder haben Sie das alles hinter sich gelassen? Also da muss ja irgendwie ein Zwiespalt vielleicht auch bei Ihnen sein. Sie haben leider Gottes völlig recht. Ich sage leider Gottes bewusst. Ich bin ein Zwitter. Und zwar ein Chamäleon. Mir ist das nicht bewusst gewesen bis vor einigen Jahren. Wir hatten also an unserem runden Tisch, da passen 10, 12 Leute dran, haben wir zufälligerweise verschiedene Nationalitäten gehabt, also Deutsche, ich glaube Amerikaner und Japaner, sowas, oder? Und wenn ich mit dem Amerikaner sprach, wurde ich amerikanisch, ja? Mit dem Deutschen Deutsch und mit dem Japaner wurde ich plötzlich inklusive der Körpersprache japanisch. Meine Frau sagte, Mensch, das ist ja komisch, was ist denn mit dir eigentlich? Ja, das macht man unbewusst. Ich bin wirklich ein Zwitter.
Das heißt, ich fühle mich in verschiedensten Welten wohl. Wenn ich ein paar Wochen von Deutschland weg bin, wir waren jetzt vor kurzem in Anchorage, Alaska. Mein Sohn oder unser Sohn ist 50 geworden. Und Tochter, Schwiegersohn, meine Frau und ich waren da 2 Wochen. Es war schön, wunderbar. Ja? Aber ich habe mich gefreut, wieder zurück zu sein. Ne? Und da bin ich plötzlich Deutsch. Aber wenn ich nach Tokio fahre, ja, dann fühle ich mich auch zu Hause. Ne? Ja, gut, jetzt haben wir keine Wohnung mehr in Tokio. Aber wenn ich zurückkomme, dann fühle ich mich wieder deutsch. Ja, ich fühle mich eigentlich in vielen Ecken und Kanten wohl. Und ich habe auch nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Ich fühle mich wohl in der Umgebung, wo meine Dinge sind. Meine Möbel, meine Bilder, meine Bücher, meine Musik, meine was auch immer, ja, mein Zeug, ja. Oder meine Küche, ja, mein Kochbuch. Und dann fühle ich mich wohl, dann bin ich zu Hause. Man kann sagen, das ist ja sehr schön, ja, aber Leute, die, wollen wir sagen, tiefe Wurzeln haben, die verstehen das nicht. Ne? Die glauben, dass ich ein Wanderer bin. Ne? Das ist nicht wahr. Ich habe nicht so tiefe Wurzeln in einer Ecke, aber Wurzeln habe ich doch. Ne? Ja, man muss vielleicht, darf ich noch ergänzen, dass der Herr Henderson auch für einige Jahre beruflich, also nicht nur in Tokio, sondern auch in anderen Teilen der Welt, war das vorhin erzählt, auch in Taiwan gelebt hat. Und also insofern auch dann jetzt deshalb auch die japanische Komponente sozusagen ins Spiel kam. Wir haben fast 17 Jahre in Japan gewohnt. Einmal in den 60er Jahren und einmal in den 80er und 90er Jahren. Ich bin also in Japan rumgereist als Verkäufer auf der Straße. Nicht? Und wenn Sie auch Verkäufer auf der Straße sind, wollen irgendein Zeug verkaufen, dann können die Sprache nicht sprechen, ist ziemlich schlecht. Unsere Firma hatte damals eine ziemlich dumme Politik, die hat gesagt, du darfst kein Japanisch sprechen, denn sonst wirst du die Sprache ermorden, so ungefähr. Und deine Kunden werden sich nur ärgern und nie was von dir kaufen. Ja. Was passierte denn? Ich bin immer mit einem Übersetzer gegangen und habe natürlich gesagt, wie fabelhaft unsere Produkte sind. Die müsste er natürlich haben, bla 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 bla. Und dann kam eine Übersetzung, die war noch dreimal so lang wieder. Und dann kam eine Antwort, die war auch sehr lang. Und dann habe ich gesagt, was ist denn eigentlich? Sagt er, nein. Und das ist natürlich außerordentlich frustrierend. Ja, warum denn nicht und so weiter? Keine Frau, nein, nein. Und so habe ich also ein Jahr lang wirklich jede Woche meinen Bezirk abgeklappert und habe nicht ein Gramm Zeug verkauft. Das war ganz schrecklich. Ja. Und schließlich hat einer der japanischen Kunden sich meiner erbarmt und hat gesagt, du kommst immer hierher und haben er und andere Kunden mir Japanisch beigebracht und ich konnte also schon ein bisschen sprechen. Und er hat zwar nichts gekauft, aber einmal habe ich ihn zum Mittagessen eingeladen und einmal er mich. Und irgendwann hat er gesagt, du, das ist jetzt zu blöd, jetzt muss ich auch was von dir kaufen. Und er sagt, weißt du, warum ich nicht gekauft habe? Ihr wart ja 20 Jahre weg. Na, die deutschen Produkte waren ja aus Japan weg, weil ja kein Mensch mehr da war nach dem Krieg. Und jetzt kommst du und dann muss ich Kunden, die ich 10 Jahre habe, oder Leute, die mich 10 Jahre gut beliefert haben, kann ich doch nicht von heute auf morgen rausschmeißen. Ja, nur weil du jetzt gekommen bist. Aber gut, jetzt bist du ein Jahr da gewesen und sag mir, was du kaufen willst. Geh zu meinem Einkäufer. Und dann bin ich zum Einkäufer gegangen, habe gesagt, pass mal auf, ich habe hier ein gutes Produkt, da kannst du 60 Kilo von haben und ich mache dir einen guten Preis. Hat er gesagt, jawohl, ich habe schon die Auftrag gegeben. Als ich dann zurück war in Osaka im Stammhaus, da habe ich einen Anruf von dem Mann bekommen, der war also absolut böse. Und er hat gesagt, wie konntest du nur was? Ich habe gesagt, ich will doch die kaufen, doch nicht nur 60 Kilo. Da hat er gesagt, ich habe 3 Tonnen bestellt. Und im Übrigen, der Preis war zu billig. Ja? Ich habe den Preis so und so festgesetzt und hat aufgehangen. Ne? Also diese Story hat sich rumgesprochen und nach 2 oder 3 Jahren habe ich 120 Millionen deutsche Mark dort verkauft in dieser Ecke und war also ein guter Verkäufer geworden. Also, wenn man so will, ohne Sprache geht es nicht, nirgendwo. Und die Integration von Ausländern in Deutschland gelingt nur, wenn wir dafür sorgen, dass sie auch die Sprache lernen können. Denn ansonsten sind sie stumm. Und wie will man integriert werden, wenn man stumm ist?
Ja, wie war? Meine Damen und Herren, haben Sie noch, gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Hier vorne, bitteschön. Mikrofon bitte. Ich höre Sie. Ich habe mich Ihnen noch interessiert, ob Sie noch Kontakt haben zur Familie Ihrer Mutter oder damals noch Kontakt hatten, also chinesischen Wurzeln. Leider nicht. Meine Mutter ist ja auch aus der Mandschurei, also aus, nicht? Und sie, meine Großmutter, meine Tante und meine Mutter waren also die Leute, mit denen ich zusammen war. Ich habe zwei Brüder. Ein Halbbruder, der ist über 10 Jahre älter, aus der ersten Ehe meiner Mutter. Mit dem habe ich mich als Kind schon überworfen. Und dann einen jüngeren Bruder, der war ein Findling, den mein Vater irgendwo gefunden hat und war ausgesetzt worden und hat in die Familie genommen. Der ist früh gestorben. Nein, ich habe keine Kontakte mehr mit irgendwelchen Verwandten in China. Leider nicht. Doch, ja, bitte Fragen hier. Weil ich bis zum 10. Lebensjahr oder 11. Lebensjahr keine Schule besuchen konnte, weil keine ausländische Schule in Shanghai war, in Changsha war. Und mein Vater nicht wollte, dass ich Chinesisch in die Chinesische rede und die Schule gehe. Er hat bestimmt, dass ich also Deutscher werde. Und also eher als dass ich in eine chinesische Schule gegangen bin, hatte also Privatunterricht gehabt. Und da habe ich also griechische und römische Geschichte gelernt, aber das einmal eins nicht. Und weil das also mit 10 Jahren nicht mehr in Ordnung war, bin ich nach Shanghai geschickt worden, um in die Kaiser-Wilhelm-Schule zu kommen. Dann bin ich in die zweite Oberschulklasse gekommen, in die 6. Klasse. Ohne Deutsch. Ohne das Einmaleins. Das war nicht einfach. Aber es ging. So, ich habe vielleicht auch an der Stelle eine Frage. Und, ah, hier kommt eine. Oder? Ja, zuerst mal das Publikum. Ja, wir machen dann zum Schluss noch wieder eine. Ihr Vater war Missionar. Ja. Was hat er denn missioniert oder wen? Er war in der Liebenzeller Mission. Ist er ausgebildet worden und dann nach China geschickt worden und hat 5 Jahre Chinesisch gelernt. Und bis 1915 war er in der Mission und hat also missioniert. In 1915 ist er aus der Mission ausgetreten, weil in der Mission der Erste Weltkrieg als Spiegelbild in China gefochten wurde. Und er hat gesagt, dafür bin ich nicht nach China gekommen, dass wir hier einen Krieg fechten, sondern wir wollen was Gutes tun. Und dann ist er aus der Mission ausgetreten, in eine Handelsfirma eingetreten, Schnabel und Gaumer in Hankau, und ist also Kaufmann geworden. Das. Aber er ist immer religiös geblieben, also nicht als Missionar, sondern als seine Religiosität hatte behalten. Und als Kaufmann hat er dann das Geld in die Familie gebracht? Ja, als Kaufmann ist er Multimillionär geworden vor dem Zweiten Weltkrieg. Er hat gesagt, mein Gehalt reicht genau aus, um meine Hunde zu bezahlen, um das Essen für die Hunde zu bezahlen. Also wir waren sehr, sehr wohlhabend. Und das ist auch der Grund, warum wir später, als die Volksrepublik geformt wurde, als Persona non grata deklariert worden sind, weil wir als Kapitalisten ja dann kategorisiert worden sind. Auf der anderen Seite hat er aber von seinem Kapital, von seinem Geld, hat er seine Arbeiter, seine Bauern, ja, hatte sehr viel Landbesitz, so gut behandelt, dass sie später in einer in einem Volksgericht, wo er verurteilt werden sollte, ihn freigesprochen habe. Und er ein Stück Land bekommen hat, von der Regierung zugeteilt, das er dann bearbeiten durfte. Das heißt, seine Großzügigkeit, seine Korrektheit hat sich gelohnt, das hat ihm sein Leben gerettet. Sonst wäre er tot gewesen. Ne? Gibt es noch Fragen? Schau nochmal, hier hinten, die Dame, ja, bitte schön. Vater hat, obwohl er selbst Deutsch sprach, nicht Deutsch mit Ihnen gesprochen. Englisch war in der ausländischen Community in Changsha, wie in vielen ausländischen Communities in der damaligen Welt, in Asien war Lingua Franca war Englisch. Und deshalb sprachen alle Leute miteinander Englisch. Und Englisch war eigentlich die bevorzugte nicht-chinesische Sprache. Man sprach also Chinesisch und Englisch.
Deutsch konnte kein Mensch. Bitte schön. Ja, ich hätte gerne gewusst, wie das für Sie war, als Sie dann nach Deutschland gekommen sind. Haben Sie sich einfach integrieren können? Natürlich, klar, Sie konnten wunderbar Deutsch sprechen, das war nicht das Problem. Aber haben Sie sich wirklich integrieren können und hat Ihnen irgendwas gefehlt? Ich muss Ihnen also sagen, ich bin Ihnen dankbar für die Frage, wirklich dankbar. Viele Redner bedanken sich ja für jede Frage, die sie bekommen, nicht wahr? Aus Anstand oder aus Taktik oder aus was. Aber dies ist ein ehrlich gemeinter Dank. Ich habe immer wieder betont, und das ist die Wahrheit, dass ich in Deutschland zu keiner Minute meiner gesamten Zeit in Deutschland jemals diskriminiert wurde. Das ist das eine. Mir ist im Gegenteil geholfen worden. Ich habe in der Firma Aufstiegschancen bekommen. Ich habe Möglichkeiten bekommen. Ich bin gut behandelt worden. Deshalb bin ich auch da geblieben. Ich bin in keiner anderen Firma jemals gewesen. Ich verstehe manchmal nicht, dass über die schlechte Integrationsfähigkeit in Deutschland gesprochen wird. Ich glaube, dass die Integrationsfähigkeit viel größer ist, als man im Allgemeinen annimmt. Ich glaube allerdings, dass dafür Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Das heißt, einerseits muss eine Bereitschaft sein, natürlich auch ausländische Menschen zu akzeptieren. Ich glaube, die ist da. Zweitens muss aber auch die Bereitschaft sein, des ausländischen Besuchers oder des ausländischen Immigranten, sich in der deutschen Gemeinschaft zu integrieren, zu wollen, die Sprache zu können, die Verfassung zu achten, um das mal formal zu sagen, sich so zu benehmen, wie man in Deutschland benimmt. Nicht zu sagen, dass man seine eigene Kultur vergisst, um Gottes Willen. Ich habe meine Kultur nicht vergessen, meinen chinesischen Teil der Kultur. Wir essen jede Woche mehr als ausländischem Essen wir Chinesisch. Ich bin der Koch. Ja, man darf nicht sagen, die Integration heißt die Aufgabe der eigenen Identität. Nein, das heißt, eine zusätzliche Identität zu gewinnen in einer neuen Umgebung, in einer neuen Art. Ja, nicht der Verlust der eigenen Identität. Und da haben wir, glaube ich, Defizite zu beklagen insgesamt. Ja, Defizite in der Ermöglichung oder dem Verlangen danach, dass Immigranten, die hier bleiben, die kommen zu bleiben, die Sprache erlernen sollen oder müssen. Kriterien dafür, welche Leute eigentlich bevorzugt kommen sollen und welche nicht bevorzugt kommen sollen. Ich rede nicht von Asylanten, ich rede von Immigration. Die Möglichkeiten für diese Leute zu schaffen, dass sie das auch können, dass sie die Sprache lernen können und dass sie nicht, wo man sagen, auf sich selber gestellt sind und. Ich glaube, es führt zu weit und zu lange in einem solchen Kontext wie heute Abend darüber zu sprechen, aber ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Sehr vielen Dank, Herr Hangestern. Eine Bemerkung noch dazu. Ich glaube, da haben Sie uns allen auch aus dem Herzen gesprochen, weil wir heute die Vielfalt eben nicht mehr als Bedrohung empfinden, sondern im Gegenteil, es ist eine wirkliche Bereicherung. Und ich glaube, Sie sind das lebende Beispiel dafür, dass sozusagen die Kombination von Kulturen wirklich Reichtum im Leben auch bringt. Bitte schön, noch eine. Nur noch eine kurze Nachfrage. Hat Ihnen irgendwas wirklich gefehlt, als Sie dann hier angekommen sind? Hier angekommen, Sie wissen schon, was ich meine, als Sie dann in Deutschland gelebt haben. Ja, doch, das hat mir sehr gefehlt, weil ich will zuerst sagen, was mich konfrontiert hat. Es war ein Kulturschock. Denn nach Deutschland zu kommen aus China und aus einer chinesischen Umgebung, obwohl ich ja in Shanghai in einer deutschen Schule war und so weiter, Deutschland selber ist doch noch was anderes. Also es war ein Kulturschock, aber es hat auch nicht lange gedauert, bis der Fisch also im neuen Gewässer auch wieder schwimmen konnte. Ein bisschen Anfang, ein bisschen schwieriger, aber dann ging es flüssiger. Was hat mir gefehlt? Ich erzähle Ihnen Geschichte mit meiner Frau und ich. Wir sind zusammen nach Köln gefahren, einige Jahre nachdem wir hier waren.
und wollten Chinesisch essen. Ja. Ja, großes Restaurant, wunderbar, schön ausgestattet etc., schöne Tische mit Tischdecke und nicht auf den Boden spucken und so weiter. Und da kam das Essen, das war nicht essbar. Ich will ja nicht sagen, dass das nicht essbar war, ist falsch, das ist nicht korrekt. Es hat schrecklich geschmeckt. Und dann bin ich wütend geworden, habe gesagt, ich will den Koch sprechen. Und da kam der Koch raus und glauben Sie was oder nicht, es war ein Pole. Damit waren für mich die chinesischen Restaurants in Deutschland generell gestorben. sicherlich ungerecht, aber wenn Sie mich fragen, was gefehlt hat, dass ich an jeder Ecke und Kante irgendwo, also auch auf der Straße, irgendwo hingehen konnte und leckeres Essen bekam. Auf Chinesisch gesagt, was hat mir gespielt? Xiaolong Bao. So Tofu auch, ja? So Tofu und Xiao Long Bao. Und Yu Qiao, Dabing und Yu Qiao haben mir gefehlt. So Tofu, ja. So, ich schaue nochmal ins Publikum. Ich glaube, ja, haben Sie noch eine? Wollen wir noch vielleicht eine allerletzte Frage aus und dann vielleicht Frau Währung-Wang noch eine Abschlussfrage? Bitte schön, ja? Ja, passt so. Die Frage geht eigentlich so ein bisschen nochmal auf die Eltern zurück. Es wurde so ein bisschen ausgespart. Wenn Sie darüber nicht reden möchten, brauchen Sie es nicht. Keine Geheimnisse. Es geht also um den Bruch so zu Ihrer Mutter. Das kam einmal ganz kurz raus und hat mich auch gewundert, dass bis 1994 kein Kontakt mehr von Ihrer Seite gesucht worden ist. Ist nicht eine Frage von nicht gesucht, also um eine praktische Frage zuerst beantworte. Ich kann kein Chinesisch schreiben und sie kann kein Deutsch schreiben. Und da ist also in den ersten Jahren der Kontakt abgebrochen und er ist auch abgebrochen geblieben. Wir haben kommuniziert über die deutsche Botschaft. Ich wusste nicht, ob sie am Leben ist oder nicht. Ich hatte ja versprochen, sie zu ernähren bis zu ihrem Tode, habe jeden Monat auch überwiesen. Aber weil ich keine Antwort hatte, habe ich gedacht, immer ins Blaue überweisen, nichts gehört. Da habe ich mal 2 oder 3 Monate nicht überwiesen. Und da bekam ich einen Brief in Chinesisch von meiner Mutter an die deutsche Botschaft in Beijing. Beijing Botschaft, Brief an mich. Warum überweisen Sie nichts mehr? Ah, habe ich gesagt, okay, sie lebt noch. Rückständigen Zahlungen gemacht, weiter überwiesen. Das ist die technische Frage des Zusammenseins. Die zweite Frage ist das Atmosphärische. Meine Mutter und ich sind sehr schlecht miteinander ausgekommen. Ich bin nicht stolz darauf, aber es ist die Wahrheit. Es ist, glaube ich, der Zusammenprall von zwei Kulturen. Sie war sehr altmodisch in ihrer Denke und mir hat sie nicht gepasst. Und sie hat Dinge von mir erwartet, die im chinesischen Kontext völlig normal waren, die ich also als anormal empfand. Und das ist nicht in einem Schlag passiert, sondern stetig und langsam eine Entfremdung. Und ich muss leider gestehen, wir haben nebeneinander gelebt. Und sie hat versucht, mich zu züchtigen. Das hat sie auch getan, aber es hat nicht gewirkt. Das hat auch nicht geholfen. Und so ist es so gewesen, dass also die Bindung und die Verbindung zu meiner Mutter als Mutter geringer und geringer wurde und am Ende eine Pflicht war und nicht vom Herzen kam sozusagen. Sodass ich eigentlich mutterlos aufgewachsen bin. Also der eigentliche Faktor, wer hat mich eigentlich erzogen? Das war der Number One Boy meines Vaters, namens Ho Bingxing.
Und der hat mir gesagt, was recht und was unrecht ist und was artig und was unartig ist und was höflich ist und was unhöflich ist. Und das sind die Kriterien, die ich bis heute beherzige. Und mein Vater, der gesagt hat, das ist so und das ist so, okay, das ist in Ordnung. Aber die Kriterien, die meine Mutter mir versucht hat einzupflanzen, die sind bestimmt subkutan da, aber sie sind nicht dominant. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet. Ich habe versucht, offen und ehrlich zu sein. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die offene und ehrliche Antwort. Und ich glaube, wir können aber aus dem ganzen Abend mitnehmen und feststellen, dass Sie bei all dem die Beziehung und die Bindung zur chinesischen Kultur nicht verloren haben. Nein. Wir hören das heraus, chinesisches Essen wird in der Familie gespeist und chinesische Restaurants werden kritisch betrachtet, was ja völlig legitim ist, weil natürlich die Qualität hier nicht mit der in China mithalten kann. Aber wenn Sie gestatten, meine Damen und Herren, führt uns das vielleicht auch schon direkt zu unserer Abschlussfrage, zu der ich Frau Werum-Wang herzlich einladen will. Ja, Dankeschön. Also die Abschlussfrage wäre sozusagen, Sie haben an so vielen Orten und Städten und Plätzen in der Welt gelebt und aufgewachsen, überall gewesen. Was bedeutet China heute für Sie? China ist faszinierend. Ich bin sicher, dass China in unserer aller Leben, vor allem in Ihrem Leben, Sie sind ja noch viele Jüngere dabei, eine viel größere Rolle einnehmen wird, als sie bisher eingenommen hat. China ist über Jahrhunderte für uns relativ unbedeutend gewesen, wird immer bedeutender und wird in der Weltpolitik eine sehr bedeutende Stellung einnehmen. Also jeder ist aufgefordert, meines Erachtens, sich sehr stark mit China auseinanderzusetzen. Und zwar nicht ideologisch, sondern faktisch auseinanderzusetzen, sich klar zu werden, was das für eine Kultur ist, wie alt sie ist, welche Traditionen hat, wie anders sie ist, welche Dinge sie uns lehren kann, welche Dinge wir nicht übernehmen wollen und, und. Ich bin außerordentlich interessiert an China. Wir sind, meine Frau und ich, sind auch in den letzten 15 Jahren bestimmt 12, 13 Mal in China gewesen. Bis 1912 war ich jedes Jahr mindestens 10 Jahre lang einmal in China oder sogar öfter. China ist und bleibt für mich oder für uns alle, für unsere Familie eine persönliche und sehr wichtige Eigenschaft und ich glaube, also wichtiger Einfluss und ich glaube, dass es für uns alle sehr wichtig ist, uns mit diesem Faktum von China auseinanderzusetzen. Der Perspektive von China, nicht alleine, das sind über 1,35 Milliarden, sind vielleicht sind es auch viel mehr, aber wenn Sie sich mal überlegen, wir brauchen China mehr, als China uns braucht. Das ist etwas, was man nicht so gerne hört, sehr oft in Deutschland, aber es ist bestimmt die Wahrheit. Wenn Sie sehen, dass ein Weltkonzern wie Volkswagen seinen größten Gewinn aus China bezieht und nicht aus Deutschland oder nicht aus USA und nicht aus Südamerika und sonst wo, und dass das nicht nur für Volkswagen gilt, dass die deutsche Chemie, das ist auch einer der Star Industrien Deutschlands, einen Multi-Milliarden-Investitionen in China hat, muss man sehen, dass von uns ausgesehen sehr viel davon abhängt, was und wie sich China entwickeln wird. Wie wird sich es entwickeln, das weiß ich nicht. Es wird sich aber wahrscheinlich anders entwickeln, als viele Leute sich vorstellen. China wird einen sehr viel wichtigeren Platz in der Weltgeschichte einnehmen, wieder einmal. Man darf nicht vergessen, vor 3000 Jahren war nicht so viel los in Europa, vor 2000 Jahren auch nicht. Da waren Kultur in China, die also verglichen mit der in Europa sehr weit voran war.
dieses Volk produziert sehr intelligente Leute, sehr arbeitsame Leute, sehr dediziert arbeitende Leute, sehr nationalistische Leute, nicht zu vergessen, nationalistisch aber nicht im falschen Sinn, sondern sehr nationalbewusste Leute. China hat in seiner ganzen Geschichte so gut wie keine Aggressionen verübt. Sie sind nicht, haben nicht andere Leute überfallen. Es gibt immer Argumente über alle möglichen Ecken und Kanten. Ich will jetzt nicht kontrovers werden, aber wenn ich so höre, was also mit Tibet los ist, also das ist eine große Schweinerei und die armen Tibetaner und die armen dies und jenes, bitte vergessen Sie nicht, dass zur Ming-Zeit, das ist immerhin schon einige Jahre her, eine Ming-Adelige aus der Dynastie einen tibetanischen König geheiratet hat und seit der Zeit die Suzeränität, das heißt, dass die Außenpolitik und die Militärpolitik mit von China bestimmt worden ist. Und dass ein sogenannter Amban in Tibet seit der Zeit sitzt und viele, viele Dinge beschlossen hat, die also Internationales angehen und Verteidigungsgeschichten angehen, diese in Tibet nicht die Tibetaner nicht für sich getan haben. Also es gibt zwei Seiten der Geschichte, zwei Seiten der Medaille. Mir gefällt auch nicht, was die Chinesen in Tibet alle sehen, dass heute mehr Chinesen in Tibet sind als Tibetaner. Das ist nicht besonders schön. Und ich glaube auch, dass die Chinesen das nicht sehr klug machen in der Beziehung, nicht? Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass wir uns damit bekannt machen und nicht nachplappern, was A, B oder C ohne weiteres erzählt, sondern selber recherchieren, selber nachschauen, selber entscheiden, wir finden das gut, wir finden das schlecht, wir finden das indifferent oder wir sind damit nicht einverstanden. Und ich glaube, wir werden in einen Dialog treten müssen mit den Chinesen. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Volk, das ein ungeheures Selbstbewusstsein besitzt. Und ich freue mich immer, wenn irgendjemand nach China geht und über Menschenrechte redet. Na, das ist sehr schön. Ich vergesse nicht, dass es ist keine 50, 80 Jahre her, da war bei Menschenrechten in Deutschland noch nicht viel zu holen, nicht? Die Menschenrechte haben bedeutet, dass wir 5 oder 6 Millionen Juden, ich rede von 5, 6 Millionen Juden, das höre ich immer wieder, aber ich höre sehr wenig, wie viele Leute wir dafür umgelegt haben, die eigenen Deutschen oder so viele Tschechen oder viele Slowaken oder so viele Polen, so viele Russen, so viele so, alle möglichen Leute, höre ich wenig darüber, ich höre immer über die Juden, aber das ist nicht alleine der Fall. Ich bitte Sie, meine Empfehlung ist, wenn Sie über China nachdenken, denken Sie nicht nur einseitig nach, denken Sie etwas breiter nach und schauen sich die Geschichte an, was alles passiert ist. Und ich kann nur dafür plädieren, wenn ich das so sagen darf, für eine gegenseitige Toleranz, für eine gegenseitige Offenheit, für die Offenheit, Kritik zu geben oder Kritik zu empfangen und wenn man sie empfängt, nicht gleich beleidigt zu sein, sondern zu gucken, ob da was dran ist oder nicht, ne? Und wie gesagt, um zusammenzufassen, China ist außerordentlich interessant, nicht nur, weil ich halber Chinese bin oder irgendeine Jugend dort verbracht habe, etc., sondern China ist für Deutschland außerordentlich interessant und außerordentlich wichtig. Und Sie, die Sie offensichtlich an China interessiert sind, sind gute Botschafter dafür, dass Sie in Ihrem eigenen Kreise dafür plädieren, dafür werben, dass man sich das etwas, wie soll ich sagen, unemotional anschaut und sagt, wie geht das eigentlich hin, wo stehen wir eigentlich, was müssen wir eigentlich tun? Ne? Ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielen Dank, lieber Herr Heinrichson. Vielen Dank für dieses weitblickende Schlusswort, lieber Herr Heinrichson. Ich glaube, wir nehmen mit auf den Weg, dass wir uns dran machen, jeder für sich ein Brückenbauer zu werden.
daran arbeiten, die guten Beziehungen weiterzuentwickeln. Ich danke sehr herzlich Herrn Heinrichsson, dass er den Weg vom Rhein an den Main gefunden hat heute Abend. Ich danke Ihnen allen für Ihr großes Interesse und für Ihr zahlreiches Kommen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Dankeschön.